Wieso werde ich von meinem eigenen Mitspieler weggenommen? Dena, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken hinfahren. Junge, Junge, willkommen zu einer neuen GTA Online Let's Play Game. Jetzt kann ich nicht mehr vorlesen, was da ist, aber wir haben hier ein riesengroßes Team. Ich glaube, mit 16 Spielern insgesamt und hier halt 8 oder 1, 2, 3. Richtig cool. Wir sind 16 Spieler insgesamt. Das ist ein GTA-Ding, das heißt, wir müssen eigentlich was capturen. Und ich frag mich, was wir müssen den Tracker, wir müssen in den Fieldmaster, das ist ein Tracker, den müssen wir klauen. Alles klar? Ja, und das ist Ego-Perspektive. Und der ist da vorne, oh ja. Oh shit. Nee, kann man umstellen, kann man umstellen. Stell um, ist besser, wenn man umstellt. Okay, aber siehst du den Tracker da vorne? Alles klar, bei mir sind 4 Leute drin. Ich habe jetzt einfach mal, ohne auf groß auf Team zu achten, mich einfach selber losgefahren, um mir den zu holen. Ja, sehr gut. Ist eigentlich nicht so klug, aber dafür bin ich gerade mit Abstand der Erste, der da ist. Und kann mir den, glaube ich, kampflos holen. Da kommt gerade noch einer an, den töte ich noch schnell. Ja, wir haben einen getötet von uns. Er verschanzt sich da und ich fahre den einfach über den Haufen. Alter, wenn ich den nicht töte. Mann! Okay, wir sind zu viert, Freunde. Aussteigen! Da! Die sind zwar gestorben, aber wir sind zu viert. 4 Leute im Bus angekommen. Jena, warte auf mich, ich respawne. Fahren wir zusammen. Okay, sag, wenn du da bist. Ich bin da. Oh, ich bin. Nee, ich bin Dings da. Doch, ich bin auf der Straße. Dann. Ich hol dich. Ja, fahr einfach, go. Mann! Aua! Ja, komm her. Aber einer von uns hat den Fieldmaster, Gott sei Dank. Einer von uns hat den. Mann, Alter, ich hätte am Anfang echt locker bekommen können, aber ich hab mich dumm angestellt. Was hast du gemacht? Ich war zuerst da und wollte den anderen, der ankommt, abschießen und habe aus irgendeinem Grund, habe ich den zwar auf 1%, also einen Schuss oder so hätte er noch gebraucht, nicht 1%, aber einen Schuss hätte er noch gebraucht, wäre weg gewesen, aber auf jeden Fall, der mich gekillt. Die Leute sind aber auch sehr skillig, was das Aiming angeht, nicht? Die sind da richtig gut. So, der Fieldmaster ist da, ich eskortiere ihn einfach mal. Ja, ich auch. Boah, ich kann nicht fahren. Aber man braucht entweder innerhalb von den 10 Minuten halt, oder es gibt halt, oh, da ist ein Gegner neben mir. Fieldmaster ist da, perfekt. Da ist ein Gegner. Aber ich glaube, der Fieldmaster war schon abgeliefert, genau. Ja, aber wir trotzdem hier nochmal kurz bleiben und den töten, den einen hier. Da ist ein Gegner. Alter! Ohne den Mitspieler hätten wir es geschafft. Lol, Alter, das ist verrückt. Oh, das ist verrückt, die Leute. Ja, die Meute ist verrückt. Und Leute, ich muss ein bisschen zeigen, was ich kann. Denn irgendwie spiele ich ja hier ein bisschen Grütze. Ja. Ein bisschen Grütze ist gut, Alter. Ich spiele wie rote Grütze. Das ist... Bro, ja, ich würde sagen, auf zum Fieldmaster, oder? Der, ja, aber ist doch keiner. Maps ist oder auch wichtig. Ein Gegner ist da. Jena, hier ist auch wichtig, dass man Waffen einsammelt. Ein Gegner geht in den Fieldmaster. Ein Gegner ist im Fieldmaster. Okay, ich fahr hin. Ich bin in der Nähe. Go. Ich bin auch schon da, aber ich kann ihn gerade nicht töten. Hey, was macht er? Alter, was ist los mit dem Fieldmaster? Alter. Los, komm schon. Jawohl, einer getötet. Oh, ist noch einer. Shit. Alter, was macht denn mein Mitspieler da eine? Der ist richtig dumm, sich verhalten. Ich brauche eine richtige Waffe. Ah. Alter, ich liege hier. Hä? Huh? Was, du liegst da? Lol, Alter. Lol, ich wollte aus einer Map laufen, wo eine Waffe liegt, dann sehe ich, da liegt ein Maschinengewehr. Auf einmal bin ich genau vorm Spawngebiet der Roten. Da kommen 6, 7 Leute auf mich zugefahren. Und ich denke so, nein! Pass auf, die haben auf jeden Fall gleich den Dingsmaster. Mann, ich war da mit zu zweit waren wir da. Mit zwei Leuten. Aber der eine hat sich nur darum gekümmert, den zu holen, anstatt mir zu helfen, erstmal alle abzustecken. Okay, der Fieldmaster ist in Beschlag genommen. Ja, die haben den gleich. Es sei denn, die können den noch aufhalten, weil der ist jetzt einfach weggefahren. Das Problem ist, ich brauche eine gute Waffe. Und nur mit Pistole wird das hier schwierig, sich den Fieldmaster auf Dauer zu sichern. Naja, man muss schon schnell genug sein. Eine Pistole wird unterschätzt, würde ich sagen. Also ich nee, aber wenn ich zum Beispiel mit der Pistole. Wenn du besser aimst als der andere, kannst du ihn auch häufig auch so töten noch. Ja, das ist klar, aber ich fahre hier wieder gegen Bäume, als wäre gibt es keinen Morgen. Und ich meine, es gibt ja ein Maschinengewehr auf der Karte. Wer das hat, der gewinnt den Fieldmaster. Der stellt sich da einfach hin und metzelt einen nach dem anderen. Naja, also ich finde das übertrieben. Du kannst auch mit der Pistole sehr viel ausrichten. Okay, den das will ich sehen, deine Pistol-Action hier. So, auf jeden Fall haben die einen Punkt gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr doof. Sehr, sehr doof, aber der Fieldmaster ist natürlich wieder da. Jetzt, hoppa! Schön über den Bauernhof gejumpt, Leute. So, ich habe einen getötet, der eine Maschinenpistole hatte. Waage ist nur wo der andere. Leider bekomme ich da nicht die Maschinenpistole. Das ist echt schade, finde ich, dass man da nicht die Maschinenpistole bekommt.
Scheiße, Kev, schnell, Mann. Wo bist du denn gerade? Da sind Gegner überall. Ja, aber die Gegner musst du ignorieren, wenn der Fieldmaster gerade vakant ist. Weil wenn der Fieldmaster irgendwo rumsteht, dann musst du da hin. Und weil wenn du nicht hingehst und dich mit irgendwelchen anderen Gegnern dich ablenken beschäftigst, dann ist der Fieldmaster in deren Base. Ich hab einen gekillt. So, rein da. Go, go, go. Im Fieldmaster bist du? Läuf ich so? Nee, doch, ich bin mein Fieldmaster. Ich block gerade die Gegner da ab. Okay, das ist gut. Ich komme auch zum Fieldmaster. Wir sind zu... Oh, mich hat ein eigener Mitspieler umgefahren. Leute, wir waren zu dritt beim Fieldmaster, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Direkt beim Fieldmaster ist ein Gegner, der steht direkt beim Vorderrad vom Fieldmaster ist ein Gegner. Oh lol. Der steigt in Fieldmaster ein, der steigt einer in Fieldmaster ein. Wieso werde ich von meinem eigenen Mitspieler weggenommen? Den nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken hinfahren. Ohne Witz. Das ist echt. Hat er aus Versehen gemacht mit Sicherheit. So, passiert mal. Mann, diese Quatsch nerven wollen. Ja, scheiße. Einer von uns könnte ihn noch aufhalten, aber keine Ahnung, was der da macht. Wer? Was ich macht nicht denn? Auf der Karte, der fährt irgendwie in die falsche Richtung. Ich verstehe das nicht. Der fährt jetzt einfach, der Fieldmaster fährt ohne, dass jemand, außer ich und ich war bei unserem Spawn, ist niemand, hat sich versucht, auch nur den in den Weg zu stellen, Alter. Das ist nicht wahr, ich bin der Einzige. Ja. Bin der verdammte Einzige. Der, ich kann nichts ausrichten gegen den Fieldmaster, weil das ist halt ein Trecker, Alter. Mann! Ist nicht wahr. Ich habe jetzt nur einen Revanche-Kill gemacht. Gegen den, gegen den Fahrer, aber mehr konnte ich nicht ausrichten. Das kann nicht wahr sein, der Einzige, weil er hier war. Der Fieldmaster ist da, ich hab ihn! Ja gut, kannst du ihn auch beschützen? Ich komm zu dir und versuch dir zu helfen. Keine Ahnung. Die liegen auf jeden Fall gerade vorne. Ich fahr schon. Ich fahre, der Fieldmaster ist on the run, baby, on the run. Alles klar, alles klar. Und ich hab doch gesagt, ich hab einmal Maschinengewehr eingesammelt und hab direkt den Fieldmaster abgegriffen. Vorsicht, von hinten kommt einer. Ja, ah, hast du endlich mal ein ordentliches Auto. Ah! Kann mich irgendwer treffen, aber ich fahre ganze Zeit Schlangenlinien. Ja, ich fahre, ich komme direkt hinter dir, aber ich glaube, bevor ich bei dir bin... Nee, aber der trifft mich die ganze Zeit nicht. Weil ich fahre ganze Zeit geile Schlangenlinien, der sieht mich nicht. Ja, der kann dir halt nichts, ne? Der kann ich höchstens mal so abzuschieben. Okay, ich bin bei dir. Oh. Okay, okay. Wir sind auf dem Feld. Ja, hab ihn abgedrängt. Yes, sehr gut. Sehr schön, das ist ein Punkt. 2-2 steht's damit. Ich hab immer noch das Maschinen... Ey, hey, bleib nicht stehen! Dena! Komm mit! Immer noch das Maschinengewehr, das ist gut. Fahr zum Fieldmaster, die haben ihn wieder. Fahr! Wir müssen jetzt schnell da sein, Dena! Ja, ich hab noch einen mitgenommen. Das ist das A und O. Jetzt schön mit Karacho. Da kommt der nächste schon, der ihn sich holen will. Aber wir kommen dahin, Du packst das. Schön schnell. Da vorne ist einer hier. Fahr ihn um! Ich versuch's. Jawohl, der ist tot. Oh, scheiße. Ah, fuck it! Ich bin tot. Da waren 3, 4, 5 Leute auf einmal. Die haben uns gewartet. Schnell sofort zur Richtung Base von anderen fahren, weil die werden sich ihn holen und jetzt zur Base fahren. Okay, fahr direkt, alles klar. Fahr zwischen Base und Fieldmaster, also zwischen deren Base und Fieldmaster. Die haben den Fieldmaster. Autobahn, okay. Genau. Ah, ich glaube, wir sind parallel voneinander, aber wir sind sehr weit weg. Sehr weit weg. Aber man kann es auch schaffen, weil wir sind viel schneller als der Fieldmaster. Fahr direkt zu deren Base, und stell dich da mit einer Waffe hin. Das ist die einzige Chance, dir aufzuhalten, weil während du fährst, kannst du vom Quad aus nichts gegen den machen. Ich bin auf dem Weg. Okay, so. Ich bin auch, bin hinter deren Base. Und ich bin bei deren Base. Ich hab aber nur eine Pistole. Aber wenn der Fieldmaster kommt... Über den Fieldmaster! Ich schieße den Fahrer ab! Okay. Ja, Nist, der ist vorbeigefahren, der ist vorbeigedüst. Fuck! Fuck! Der den Beschützer hat das sehr gut gemacht. Keine Chance für mich. Naja, scheiße, die haben bekommen. Ist. Die machen das sehr gut. Die haben ihn zu zweit eskortiert. Wie gesagt, wir sind ja nicht schlecht. Was ich gesagt habe, als ich alleine da ein Maschinengewehr hatte in der Mitte, da lief es sehr gut. Und jetzt müssten wir den Fieldmaster eigentlich für uns entscheiden, weil die haben weniger Mann in der Mitte waren. Ne? Die haben den aber schon, Wie können die den haben? Ja, wir haben einer da gewartet. Ich weiß nicht, wo alle waren, während der Fieldmaster abgeliefert wurde. Ich dachte, dann seid ihr wenigstens in der Mitte. Ich war ja am Ich habe den Fieldmaster geblockt. Geblockt? Ja, wir beide sind doch zu gegnerischen Base gefahren. Ich versuche jetzt wieder. Und wo warst du? Ich habe dich nicht gesehen. Ich war allein in der Base. Ich war, der Fieldmaster hat gesagt, ich soll an mir vorbeigehen. Du hörst überhaupt nicht zu, Dena. Der Fieldmaster ist an mir vorbeigedüst, weil ich schon ein bisschen vorher stand. Ich musste ja, er hätte mich sonst überholt. Oh, Junge. Lol. Ja, ich bin wieder allein in der Base. Umgefahren. So absichtlich. Ganz ehrlich, ich bin schon wieder allein in deren Base und muss alleine versuchen, den irgendwie abzuhalten. Ich wäre auf dem Weg gewesen, ich habe unterwegs auf den Fieldmaster geschossen, hätte mich nicht an meinen eigenen Teammate wieder umgefahren, sodass ich gestorben bin. Fies, Freunde. Egal. Lass ihn nicht unterkriegen, Dena. Ich stand jetzt dreimal schon in der Base und musste mit ansehen, wie der abgeliefert wird, weil ich es allein nicht geschafft habe, den zu töten. Ja, das bringt ja auch nichts zu deffen, Dena.
Das Wieso bringt nicht? Da gar nichts. Selbst wenn du den töten solltest, spawnt er direkt dort und... Ja, ja, nö, da warte kurz, ich kann mich auf jeden Fall... Nein, die Zeit ist um! Oh. Wir haben zwar jetzt den Fieldmaster, aber... Was machen denn die Leute hier alle? Was machen die? Ist das deren Ernst? Ist das bitter, Alter, ist das... Was machen die hier? Das schaffen wir nicht mehr. 4 Sekunden. Guck mal, wenigstens noch den Punkt. Ich mach deinen Quad kaputt, ey. Mann, Alter, ist nicht wahr. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht, bitte? Ich verstehe das nicht. Die haben Spaß gehabt. Ja, aber nicht das Spiel gespielt. Du hast doch dein Mikrofon, frag die das doch. Ja, ich hab das Mikro schon die ganze Zeit drin. Wahrscheinlich hören die mich sogar die ganze Zeit. Warte mal, aber es hört jetzt niemand von euch. Weil wenn sobald das Mikro drin ist, hört man es nicht mehr über den normalen Sound. Hallo? Ja, hört ihr mich? Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Die sagen, das war richtig knapp. Ja, überhaupt aber nicht es war doch nicht knapp. Ich war dreimal war ich in deren Base und hab versucht, den abzuhalten und war immer alleine, musste ich verteidigen. Was habt ihr gemacht in der Zeit? Das war die falsche Taktik, jetzt die Mitte sichern müssen. Ihr wart auch direkt da. Was machen wir, Dena? Dena, was machen wir? Du warst nicht die ganze Zeit da. Okay, warte, wir müssen kurz entscheiden, Dena, was machen wir? Wir müssen kurz entscheiden, was wir machen. Dena! Unten rechts. Das kam zu spät. Ja, keine Ahnung, machen wir halt oben links, scheißegal. Nein, zu spät. Wir konnten uns überhaupt nicht entscheiden. Ich hab böser keine Ahnung. Dena! Sofort reagieren. Ja? Wir nehmen gerade auf, ja. Dena, ich müsste dich doch jetzt doppelt hören, oder? Wie bitte? Sag mal was, ich müsste dich doch jetzt in der Lobby doppelt hören. Einmal über Skype und einmal über Ingame, oder? Ja. Ja, ich will das mal wissen, ich will das jetzt sehen. Sag mal was, Dena? Achso. Warte, ich muss immer, wenn ich einstecke, jetzt hörst du mich, Kev? Ich höre dich über Skype, ja, aber nicht Ingame. Doch, Ingame musst du mich auch hören, es sei denn, du hast es ausgestellt. Na, jetzt! Muss laut reden. Ja, das Problem ist, immer wenn ich es ein- und ausstecke, hört man das entweder nur noch in der Lobby oder nur noch, oder hört man es nur noch über den Ton, der auch aufgenommen wird, oder nur noch ich höre es mit diesen komischen Kopfhörern, so ein komisches Prinzip. Ich höre das, mach mal mit einer Runde gewinnen, Dena. Okay. Weil es sonst zu lang wird und... Dena, aber ich, wann stellst du das auf YouTube? Komm, und das schaffen wir nicht. Kannst du irgendwie Teams fair machen oder geht das hier nicht? Ich wüsste nicht, wo ich das einstellen kann. Ja, wenn das steht hier nicht mehr mit festen, mit Teams, die fair sind. Da gab es noch irgendwie Teamausgeglichenheit, da kann man ja, das... Ja, früher, aber irgendwie jetzt gerade nicht. So, es wird gestartet, Freunde. Ja. Wieder ein Last Team Standing. Offenbar sind wir hier wirklich im Kampfrausch. Vielleicht soll das wir kämpfen nur. Kämpfen nur. Und das nur ist das Bier, Dena. Das kennen wir. Ach, das ist jetzt sogar, Kev, das ist das Last Team. Sind wir in einem Team? Ja. Nee. Oder doch? Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht in einem Team. Ah, nee, das ist der Spaten, der die gleichen Skin hat wie du. Ja, ja. Was ist das für ein Team Standing? Das ist aber jetzt wieder Last Team Standing, aber diesmal kannst du halt Third Person machen. Also, wie du dir gewünscht hast, Kev. Jetzt kannst du mir zeigen, wie gut du das kannst. Ja, 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 ich seh's. Ich bin gespannt. Wir haben ein sehr lustiges Team hier. Und es sind nur 2 Teams diesmal. Alter, wir spawnen ja hier am Arsch der Welt. Ja, ich glaube, es geht schneller, als man denkt. Da sehen wir, glaube ich, schon noch eine richtige Stelle. Man fängt da mit Maschinengewehr? Kann sein. Ich weiß nicht, was wir gerade in der Hand haben. Hast du was eingestellt? Wir haben nichts eingestellt. Das ist Standardeinstellung. Ah, okay. Ich habe mich gerade zum Maschinengewehr gelaufen und... Hört mich irgendjemand aus meinem Team? Hören die dich? Jawohl. Jemand hört mich aus meinem Team. Perfekt. Was? Das heißt... Alle zusammenbleiben. Ich kann euch jetzt an. Wir können jetzt Anweisungen haben und Kev hat nix. Und ich bin alleine hier! Keiner hört mich! Hilfe! Wie bitte? Keiner hört mich! Hilfe! Was? Da vorne kommst du halt! Da vorne kommen mehrere! Freunde, das ist der Skill! Ich hab mich verirrt! Da ist er! Schön rauf da! Jawohl, der ist ja wohl down! Ist er down, ja, ne? Sehr schön, sehr schön. Da hinten kommt noch einer! Da hinten ist noch einer! Das ist der Skill, Freunde, Alter. Ich hab mich verlaufen. Jawoll. Wir sind richtig stark. Ne, hinten ist auch noch einer. Ganz hinten ist noch einer. Und du bist da hinten am Wasser. Kann es sein? Ich hab mich verlaufen. Du hast mich verlaufen. Oh, du hast jemanden getötet, oder? Ich dachte, du bist das, Kev. Nee. Ich bin doch nicht mal in der Nähe. Nein. Ich dachte, du bist das und dich würde man halt locker bekommen. Das ist jetzt traurig.
Mensch, Kev. Hä, wo? Du bist hey, echt... Hey, LOL! Ja, sehr schön. What the fuck? Ich hab doch... Der hat nicht einen Schaden gekriegt. Sehr schön, Leute. Ah, ich hab bestimmt gegen das Geländer geschossen. Männer, da hab ich dir gezeigt, was ich kann, ne? Applaus. Applaus, was kann ich nehmen? Ja. Nee. Ja. Sehr schön. Ach, das war schon, weil wir nur eine Runde eingestellt haben. Ja. Wir haben trotzdem das gewonnen? Das ging einfach... Ja, wir haben gewonnen, du nicht. Doch. Nein, wir haben gewonnen. Oh Mann, oh, lass mir doch die Illusion, Freunde. Und wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Also ich muss echt ein bisschen üben. Vielleicht wird es mal wirklich wieder im Samstags-Livestream Zeit, dass wir ein bisschen GTA-Action machen. Das werde ich, glaube ich, jetzt echt machen, damit ich ein bisschen übe. Sonst verliere ich ja nur noch. Und Leute, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Für euch hat es gefallen. Däumchen nach oben, wenn ja. Ansonsten schaut bei mir was anderes vorbei. Den Link unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in 2 Tagen. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Millionen Gäste. Wir sehen uns übermorgen wieder mit der nächsten Folge. Schaut bei Kev vorbei, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Nächste Folge ist ja eine Challenge, oder? Ja, nächstes Mal wieder eine Challenge. Nächstes Mal gibt es wieder eine richtige Challenge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.